Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen bei The Forest. So, ja, eigentlich wollte ich noch eine Folge machen, oder ich habe eine Folge gemacht, und ich habe mich verirrt. Ich weiß nämlich nicht mehr, welches das Hauptlager war. Ich habe es nicht gefunden. Und ja, heute ist meine Mission, das Lager nochmal zu finden. Aber zuvor werde ich nochmal die letzten beiden. Genau, komm her. Ich habe in der Nacht noch ein bisschen Holz gehackt. Geht ja mittlerweile schnell. Und macht auch viel Spaß. Jetzt macht Holzhacken generell richtig Spaß mit der Kettensäge. So, hauen wir uns noch was zu essen drauf. Den Kopf brauchen wir auch gleich. Na, trinken würde ich doch erst nach dem Essen. Müssen wir aber demnächst auch mal auffüllen. Können wir von hier oben irgendwas? Nein, nein. Auch den. Nein, nein. Ja, das will ich haben. Können wir von hier ein, zwei Tiere sehen? What? Okay, der ist tot. Der auch. Der lebt. Die leben. Ah. Scheint eine Patrouille zu sein. Die habe ich noch nicht gecheckt. Mal hin zu unserem Essen. Nicht, dass es noch verbrennt. Ja, ihr seht auch noch, ich habe nur normale Tarnung. Also, ich habe noch keine. Ich habe noch zu wenig Knochen. Reichen sechs? Nein, nein, nicht. Sechs Knochilein und dann ein bisschen Tuch. Oh ja, einen kriegen wir noch voll. So. Ja, aber große Tarnung ist das jetzt auch nicht. Also. Oder groß die Panzerung. Lebt ihr denn noch? Habe ich nicht getroffen mit zwei Pfeilen? Doch, da ist er ja. Ja, bei den Kaninchen tut es mir leid wegen den Pelz. Ich habe da schon auf einer Fellstange schon zu viel und ich habe auch genug bei mir. Ich glaube, 10 Stück, mir kannst du davon nicht nehmen. Habe ich hier nicht auch noch einen erschossen da? So, und zack. Essen to go, nenne ich das mal. Ich weiß ehrlich nicht mehr, wie ich da zur großen Hauptbasis gekommen bin. Den Kopf können wir nochmal ablegen. Fehlen nur noch zwei Köpfe. Oh, da sind doch schon wieder welche. Hinten war ein anderes Lager und unser Boot. Oder war das von da hinten weiter? Jetzt habe ich nichts getrunken. Wollte was trinken. Dass der immer so schnell Hunger kriegt. Ich habe auch das Gefühl mit der Karte, es haut nicht so ganz hin. Na komm, ein bisschen Laub können wir auch gebrauchen. Okay. Können keine Stöcke mehr tragen. Ne, was jetzt, habe ich überhaupt fertig erzählt? Ich bin schon wieder komplett nicht bei der Sache. Ja, wie gesagt, ich habe ja ein Video gemacht und bin komplett hier rumgeirrt und dachte ich mir, ach komm, das lädt's nicht hoch.
Das war stellenweise echt nervig, weil ich einfach diese Hauptbasis nicht gefunden habe. Ich dachte gerade, wir wurden gefunden. Oh, hier wäre ein Topf gewesen. Mal wieder. Ist das nicht immer so bei Computerspielen? Das, was man braucht, findet man nicht. Ewig. Und dann, wenn man es hat, kriegt man es überall hinterher geworfen. Geht's auch so schön runter? Ist bestimmt ein Höhleneingang oder sowas. Oder Ausgang. Nö, hätte aber sein können. Hätte ich jetzt vermutet. So, ich glaube da weiter, ne? Wie friedvoll doch der Wald ist. Bin ich noch infiziert? Ja, eindeutig. Das senkt auch unsere Stärke. Natürlich bescheiden. Immer kontrollieren, dass man sich auch immer schmutzig macht bei denen. Kälteschutz, 20% Tarnung. Naja. Da war das ab. Ich glaube, es fängt schon wieder an, dass ich mich verirre. Da war das Flugzeug oder ein Teil unseres Flugzeugs. Geh mal rechts davon. Es war so ein richtig großes Areal. Kann noch kein Mensch übersehen. Hier ist auch ein schöner Tümpel. Hier ist kein Tümpel. Sah so aus. Doch, ist Tümpel. Der Fisch ist drin. Dann habt ihr Glück. Hier wird es ja schon wärmer. Beine brauche ich nicht. Fledermäuse. Was? Ah, hier sind sie. Okay, das markiert wohl den Höhleneingang. Oder Ausgang. Ja, unterwegs mit Heinrich. Was ist denn da hinten? Ja, da hat sich jemand Marshmallows gemacht. Och, wieder ein Kochtopf. Ja gut, den PC. Teile können wir nicht mitnehmen, Alkohol können wir mitnehmen. Alter Schwede, was ist das für ein Anker? Alter Schwede. Dieser Anker ist ja Hammer. Ein Hammeranker. Ja, ich bin schon wieder komplett. Na gut, ich gehe einfach mal nicht da weiter. Sie haben mich gesehen. Ach, der Junge, ein Paddelbötchen nehmen können hier. Eine Rundreise im Kannibalenland. Ah ja, ich verwechsel schon wieder. Das in den Kreisen, das markiert sind, glaube ich, Höhleneingänge und keine Lager.
Genau, wir waren noch beim Boot. Genau, genau, genau. Das ist da. Das ist auf der Karte markiert. Nein. Ja. Hey! Ah, geht doch. Kleine Drecksau, du. Ich wegen dir einen Pfeil verschossen. Hier ist ein Stein. Dupidupidu. Wo ist das große Lager? Oh, ein Koffer, der zu ist. Ach, ein Scheißkoffer. Ich weiß gar nicht, was für einen Sinn das hat, diese Kleidung zu wechseln. So, da ist das kleine Lager. Da bin ich doch auch das eine Mal dran vorbeigelaufen. Das ist da unten. Ich weiß noch, auf dem Rückweg vom großen Lager sind wir da dran vorbeigekommen. Geht der Weg hin? Der Weg geht dahin, wo ich nicht hin will. Ja, erkunden wir mal die tolle Insel hier. Uns noch was zu trinken. Ach komm. Hier, gönn dir was, Junge. Gönn dir was. Gibt das was hier? Blatt gesammelt. Ah, die riesigen Bäume sehen schon cool aus, aber ach, darauf Baumhaus könnte man bauen. Also, in echt mit diesem Baum da halt. Schön bewachsen. Wie der ist. Oh, normale Beeren, normale Beeren, normale Beeren. Nein. 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 Kenne ich nicht. Wo sind wir jetzt? Cool, dass die Map so weit runter geht, dass wir unsere eigene Figur nicht mehr sehen. Oder unseren eigenen Punkt. Da kann man da rauszoomen. Kann ich gar nichts zoomen. Diese Kackmap ist das. Er scheint aber auch hier wieder nur Eingang zu sein. Ach, warte mal, wir sind jetzt drunter, ne? Ich habe gesagt, diese eine haben wir gesehen. Vielleicht ist das ja rechts dahinter. Oh. Bleib stehen. Na gut, tut's ja auch. Mei. Sehr nett. Vielen Dank für das ganze Fleisch. Nettes Bambi. Blieb stehen auf Befehl. Gut erzogen, nenne ich das. So, dass Heinrich in Ruhe das hübsche Tier abstechen konnte. Aber wo ist das Lager? Wo habt ihr euch versteckt? Da ist noch eins, aber egal. Wir haben genug Fleisch. Bin ich da? 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 Ich glaube. Ist es groß?
Ja, ich glaube, das ist es. Und ich glaube, da hinten ist was. Gucken wir mal. Irgendeine Kiste mit Dynamit. Aber hier sind doch nur die Dinger drin. Oh, das Trinken können wir mitnehmen. Wechsel mal auf mein Katana. Das ist leer. Alle Häuserchen mal kontrollieren. Irgendwo soll ich was übersehen haben. Laptop könnt ihr auch behalten. Seile kann ich nicht mehr genug tragen. Und das kann ich auch nicht mehr tragen. Na komm mal, trinken wir nochmal ein. Was soll der Geiz hier, ne? Ach, oder waren das diese Tennisleute, die ich gesehen habe? Aus der Entfernung und dachte, das sind welche. Oder sind die Häuser habe ich ja gar nicht, auch nicht gar nicht kontrolliert. Ja, ist noch ein Seil. Ach, hast du Glück. Noch mehr Getränke, aber braucht kein Mensch. Ich bin enttäuscht. Noch mehr Getränke. Was denn? Dynamit! Okay. Das habe ich wirklich übersehen. Ich habe das bestimmt übersehen, weil ich dachte, da sind hier diese komischen Leuchtfackeln. Aber sind da keine Leuchtfackeln? Da unten sind sie. Dynamit haben wir. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, Geld brauchen wir nicht. Aber Tücher können wir immer gebrauchen. Gucken wir uns mal die anderen Häuser an. Vielleicht gibt es dann noch mehr Dynamit. Tücher immer gern. Ja. Ich finde, das hat sich gelohnt. Ach, da ist sogar noch Sprit, haben die auch hier. Alter, nice. So viel kann ich gar nicht benutzen, ne? Komm. Benutzen. Kettensäge ist dann wieder voll und wir haben Sprit dabei. Super. Nochmal auf die Karte gucken. Einfach rechts unten. Und ich dachte, es wäre irgendwie in der Mitte, wo wir jetzt, wenn ich jetzt drauf gucke. Und bei den drei Höhlen unten an der Karte, da bin ich letztes Mal im Kreis gelaufen. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, muss doch hier sein. Gibt's doch nicht. Ja, Sonne geht wieder unter. Ich glaube, da werden wir uns doch erstmal wieder in unser Lager verpieseln. Ja, mehr kriegen wir nicht mit. Lauf weg. Huch. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ich war ja vor ein paar Tagen oder Spieltagen da, ne? Ich glaube, jetzt haben wir es Tag 59. Aber hier war ich noch nicht. Denn die Koffer sind ja noch heile. Hey! Auf. Ach, ihr mit euren scheiß T-Shirts. Was ist das? Giftig? Essen wir mal das Rote. Ja, ist nicht, ist giftig. Rot, nicht, rote Beeren nicht essen. Boah, jetzt haben wir so viele Tücher. Jetzt können wir uns echt mit aufhängen. Laptops. Oh. Farbe. Ein großer Strichmännchen, der ein kleines Strichmännchen an die Pistole gibt. So. Ich bin rot. Toll. Und was nun?
Bumper, 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 die Dreh. Hatten es nicht gesehen. Ah, ich nehme es zurück. Ja. Ich würde sagen, taktischer Rückzug. Alter, verpiss dich. Gieriger, gib mir einen Pfeil. Ja, alleine. So, ich gehe jetzt nach Hause. Das wird mir hier gerade... Der hat Verstärkung gerufen. Oh, kann man hier noch fischen? Egal, ich sehe nichts. Wir rennen nach Hause. Ohne Pause rennen wir nach Hause. Ist es noch weit? Nö, eigentlich nicht. Hinten in der Ecke war ich, glaube ich, noch. Och, oh, vor der Karte war ich hier, glaube ich, noch gar nicht. Da hinten sieht es echt nett aus. Aber wichtig, wir sind den Kannibalen entkommen. Haben unser Dynamit, das ist sehr wichtig. Und die Kannibalen verfolgen uns nicht. Das ist auch schon mal gut. Doof ist nur, dass es so schnell wieder unter die Sonne wieder untergeht. Aber es ist ja der einzige Ort, wo man Dynamit gefunden hat. Also ich habe auch nicht dran gedacht, dass es das gibt. Hätte man mir das nicht berichtet. Oh. Bei der Dunkelheit brauche ich keinen. Macht das, macht der Bogen keinen Sinn. Wenn ich nichts sehe, brauche ich auch keinen Bogen. Ach, wir kommen von hinten. Geil. Bin ja komplett verwirrt. Von der Seite kam ich ja noch nie. Zurück zu unserer Basis. Mal auf der Karte gucken. Oh, ist ja so easy, einfach andersrum. Aber hat es nicht auf der Karte markiert, ne? Schwein. Alles im Load. Ah, hier ist eine Falle ausgelöst, aber kein Kannibale drin. Schade. Ja, wir haben genug zu essen. Das reicht. Das reicht, ja, erfolgreich. Also, richtig erfolgreich. Halt deinen Mund. Hier war es nachgewachsen? Nee. Auch noch 20 Baumstämme. Hm, können wir von oben hacken, glaube ich mal. Das kann man ja mal machen. Puh. 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 Mach zu da. Achso, kein Aloe Vera Samen. Manchmal, wenn man Aloe Vera isst oder auch generell die Beeren, dann kriegt man ja Samen zurück und dann kann man die gleich wieder einpflanzen. Eigentlich ganz praktisch. So, machen wir mal kurz eine kleine Essensverschnaufpause. Ja, erstmal ein bisschen Reh. Habe ich hier noch Platz? Ja, so für so ein bisschen Reh.
So, aber ich glaube, ich werde dann nochmal. Nee. Mal gucken. Trinken wir nochmal einen Schluck. Muss ich mir noch bald Wasser kochen. Kettensäge. Ach, das machen wir vor Ort. Gucken wir erstmal, ob wir ein paar Bäumchen finden. Das machen wir nochmal. Ein, zwei Bäume hacken. Na gut, hacken eher zersägen. Also wie das mit dem Ernten hier funktionieren soll, dass das von sich selber automatisch wieder nachwächst, das habe ich bisher ja noch nicht verstanden. Man pflanzt was, dann kommt ein Busch und dann ist auch wieder alles weg. Und ach, naja. Der Baum gefällt mir. Jetzt sehe ich aber selber nichts. Gibst du? Baumfeld! Timo und Pimba oder Pumba, wie er hieß. Ey! Ach, das ist natürlich doof, wenn das da hängt, aber ist egal. Auch mal dahin. Brauch den nächsten Baum. Eine Tasche. Mach mal Licht an hier. Bisschen unschön finde ich das. Und der ist auch schön. Der hier. Kettensäge. Haben wir. Er kippt. Den auch nochmal. Hammer. Fantastisch. Könnt ruhig ein bisschen mal runterrollen, dann brauche ich nicht so weit laufen. Dann machen wir das Ganze von der anderen Seite. Damit die mir nicht von hier nochmal durchkommen. War ja nur Vermutung, dass sie hier durchkamen. Ob das wirklich so der Fall ist, weiß ich nicht. Wird sich zeigen, ob das hier was bringt. Aber wir haben am Anfang gesehen, bevor wir losgelaufen sind, dass da rechts, da jetzt wo so ein Haussymbol ist, oder ein Benachtungssymbol, dass da ja welche vor der Mauer standen und nicht weiter wussten. Dann haben wir hier unser eigenes Gebiet. Leider kann man keine Bäume züchten. Man muss ja echt warten, bis sie wiederkommen. Und Bäume pflanzen wir auch noch echt toll. Gezielt. Was sagt die Uhr? Naja, komm. Ein Baum noch. Ein Baum machen wir noch. Oder ich würde sagen, wir machen erstmal einen Break. Auch wenn ich eine Kettensäge habe, es ist immer noch Baumfällen. Ich mache mal einen Break hier. Ich muss mal Flasche auffüllen, dann wieder was essen, dann wieder was trinken. Und dann können wir am nächsten Morgen gleich los zu unserem Schifflein. Und dann die Stelle nochmal finden, die wir aufsprengen müssen. Und dann bin ich mal gespannt, was dahinter ist. Mal schauen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, ein Like, ein Kommentar. Ich kann alles gebrauchen und nehme auch alles gerne an. Wenn ihr Fragen habt, ich beantworte sie gern. Oder wenn ihr Tipps habt, ich höre sie gern. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.